Und hier geht es um die Gefechte in Süddeutschland. Und Geschichte oder ein Artikel von Stanislav Tschernikow, das ist ein russischer Militärhistoriker. So. Anfang Mai 1945 war Deutschland, Nazi-Deutschland besiegt. Die Alliierten unterdrückten die letzten Widerstandsherde der deutschen Streitkräfte. Die dritte Armee der USA führte Gefechte im Süden Deutschlands, in Österreich und Tschechoslowakei. Die 65. Infanteriedivision bei Unterstützung der 808. Bataillon der Jagdpanzer und der 748. Panzerbataillon bekam die Aufgabe, die bayerische Stadt Passau zu erobern, in der sich mehrere hundert deutscher Soldaten befanden. So, finale Offensive der dritten Armee der USA. Ende April 1945 war das Schicksal des Dritten Reiches entschieden. Nach der Zerschlagung von Ruhr-Kessel brach die Westfront zusammen. Im Osten liefen die Gefechte um Berlin. Die alliierte Kommandierung befürchtete, dass die Reste der deutschen Armee die Verteidigung in Alpen, Festung im Süden Deutschlands, in Österreich beziehen. Damit das verhindert wird, sollte die dritte Armee von General George Patton sich mit den sowjetischen Streitkräften in Österreich verbinden und den Rückzug der deutschen Streitkräfte aus Salzburg nach Tirol verhindern. Die sechste Gruppe der Armeen von General Jacob Divers sollte andere Ortschaften in den Alpen erobern, Bregenz, Kufstein und Umgebung von Füssen in Garmisch-Partenkirchen. Am 22. April begann ihre Offensive in Europa die dritte Armee von USA. Ihre Divisionen konnten einen Brückenkopf bei Donau, bei der Stadt Regensburg, einrichten und gingen Richtung Süden entlang des Flusses. Für Patton wurde es zu einer Enttäuschung, dass man aus seiner Armee den 8. Korps des Generalleutnant Troy Middleton entzogen hat und an die 1. Armee der USA übergeben hatte. Stattdessen bekam er Teile mit einer geringen Kampferfahrung. Die 65., 71., 86., 97. Infanteriedivision und 13. Panzerdivision. Da es keine komplette Frontlinie gab, konnten die Amerikaner mit separaten feindlichen Teilen jederzeit in einem Wohngebiet ins Gefecht treten. Und auf der Karte sehen wir das Schema der Kampfhandlungen in Westeuropa, April-Mai-1945. Quelle ist historylink101.com. Am 26. April gingen die Teile der 3. Armee der USA über die österreichische Grenze. Das Abdrehen der Divisionen von Patton ging Südosten führte dazu, dass die erste deutsche Armee unter Kommando von German Förtsch wurde in den Süden Deutschlands zurückgeworfen und die 7. deutsche Armee unter Kommando von Hans von Obstfelder musste sich in Richtung Tschechoslowakei zurückziehen. Feldmarschall Albert Kesselring
befahl dem 85. Armeekorps des General von Panzerstreitkräfte Smilo von Ludwitz. Im Bestand des Korps gingen auch die Reste der 11. Panzerdivision ein. Er befahl ihm, Verteidigung an der Donau bei Passau einzunehmen. Doch das Fehlen von Treibstoff bei den deutschen Streitkräften zerstörte diesen Gedanken. Mit jedem Tag wuchs die Zahl der sich ergebenden Truppen. 65. Panzerdivision Das Voranschreiten der Amerikaner wurde durch starke Regen aufgehalten. 29. April, 13. Panzerdivision des 20. Korps von unter Kommando von Generalleutnant Horace McBride ging über den Fluss Isar bei Landau. Und zwei Tage später erreichte den Fluss Inn. Also wir sehen auf dem Foto, auf dem Bild, das Schema der Fortbewegung des 20. Korps der USA, April, Mai 1945. Quelle französische Zeitschrift Batalier en Blindé, Nummer 46, 2012. Bei sonstigen Teilen im Bestand des 20. Korps war die 65. Infanteriedivision des Generalmajor Stanley Reinhardt und die 808. Bataillon der Panzerjäger Robert MacDonald. 65. Division wurde in Frankreich im Januar 1945 abgesetzt. Bis zum März wurden ihre Soldaten ausgebildet und im März begann ihr Kampfweg. Am 17. März gingen die Teile der Division über den Fluss Saar bei Dillingen und haben Saar-Louis eingenommen. Nach der Einnahme von Neukirchen am 21. März strebte die 65. Division zum Rhein und forcierte diesen am 30. März. Im April befreite die Division die Städte Bad Langensalz, Strut und Neumarkt. Die 808. Bataillon begann ihren Kampfweg in den Ardennen im Jahr 1945. Im März forcierten seine Teile Rhein und haben Divisionen der 3. Armee unterstützt. Da haben wir die Infanteristen der 65. Division auf den Selbstverlaufeten M36 Jackson oder Slugger genannt, der 808. Bataillon der Jagdpanzer. Quelle Batalier und Blindé Nummer 46, 2012. In der Periode vom 28. April bis zum 1. Mai bekam die 65. Division die Verteidigung von Regensburg von den Teilen der deutschen Streitkräfte. Zur Aufgabe weiter bekam die Division den Befehl, nach Südosten anzugreifen, den Fluss Isar zu überqueren und über die 13. Panzerdivision durchzugehen und den Fluss Inn zu überqueren. Am 1. Mai forcierten die Divisionen den Fluss Isar. Vor ihnen bewegte sich 259. Infanterieregiment unter dem Kommando von Julian George und 261. unter William Carraway und 260. Regiment unter Kommando Frank Dunkley
folgt dann ihnen in der zweiten Reihe. Da haben wir die Infanteristen der 3. Armee der USA. April 1945. Die Amerikaner wollten die Stadt Linz erobern, aber davor sollten sie einen Verkehrsknoten bei der Stadt Passau einnehmen. Die Passau, wer es nicht weiß, befindet sich beim Zusammenfließen der Flüsse Donau, Inn und Ilz. So, Ziel Passau. Sektor Passau läuft unter Verantwortungsbereich der 2. Panzerdivision SS Das Reich des Standartenführers Karl Kreuz. Ungeachtet dessen, dass am 30. April Adolf Hitler bereits seinen Selbstmord begangen hat und die sowjetischen Divisionen bereits die Verteidigungsgarnison von Berlin fertig bekämpften, haben die lokalen Zeitungen immer weiter zum Widerstand aufgerufen. Widerstand gegen die Okkupantenkräfte. Die Leitung der Division Das Reich bekam die Aufgabe oder übergab die Aufgabe, die Stadt zur Verteidigung, Anteile der Volkssturm und verschiedenen Resten der Divisionen der 1. Armee. Nach Daten von amerikanischer Aufklärung Ende April befanden sich in Passau um die 300 Mann, die ein paar Panzerkampfwagen 4 besaßen und mehrere Panzerabwehrkanonen. Passau hatte eine besondere Bedeutung für die Nazis und persönlich für Adolf Hitler. Der Hitler wohnte in Passau von 1892 bis 1894, als sein Vater beim lokalen Zoll arbeitete. Auf dem Weg Richtung Passau wurden die Amerikaner zu Zeugen von schrecklichen Nazi-Verbrechen. In der Stadt Fürstenstein fand man große Massengräbe von 800 erschossenen Insassen von Buchenwald. Es wurden Konzentrationslager Pocking, Passau 1, Passau 2 und Passau 3 befreit. Lager für sowjetische Kriegsgefangene in Hackelberg, Rosenau und Tiefenbach und in anderen Wohngebieten wurden befreit. 1. Mai gingen die Teile der 65. Infanteriedivision der USA in die Stadt Hals nördlich von Passau ein. General Reinhardt bekam den Befehl, sich nach Passau durchzuschlagen von Westen und als allererstes Brücken einzunehmen. Für Stadtsturm wurde eine spezielle operative Gruppe erschaffen, in Bestand deren gingen ein Aufklärungszug, eine Kompanie A des 260. Infanterieregiment, Kompanie B und E der 261. Infanterieregiments, Kompanie C der 259. Kompanie C der 748. Panzerbataillon und Kompanie B der 818. Jagdpanzerbataillon. Infanteristen und Panzersoldaten wurden unterstützt durch die Batterien der 868. Division der Feldartillerie. Nach der Einnahme von Passau sollten die Amerikaner den Fluss Inn forcieren. Die ersten Straßengefechte. Morgens am 3. Mai haben sich die Teile der operativen Gruppe 3 Kilometer westlich von Passau versammelt.
zwei Kompanien der Infanterie bewegten sich in südwestlicher Richtung, um die Stadt einzukesseln. Um 10 Uhr gingen die Hauptkräfte Richtung Stadt. Infanterie folgte aufgesetzt auf der Panzerung der Panzer und Selbstfallerfetten. Die Amerikaner sorgten sich nicht um die deutschen Panzerkampfwagen 4, da diese durch 12 M36 Selbstfallerfetten aus dem Bestand der 808. Bataillons unterstützt wurden. Amerikanische Kolonne zerstörte mehrere feindliche Infanteristen, die Widerstand geleistet haben, und ging in die Stadt ein. Die Stadt schien leer zu sein. Also, wer sich fragt, von wo sie reingingen, wie hier aus der Beschreibung folgt, von der westlichen Seite. Also, Passau von der westlichen Seite. Welche Straßen genau, steht jetzt nicht hier. Die Bevölkerung versteckte sich in den Häusern. Aus vielen Fenstern hingen weiße Flaggen runter. Zur Brücke über die Donau wurde eine Gruppe von Aufklärern geschickt, zu Fuß. Eine halbe Stunde später kehrten sie zurück mit 8 Kriegsgefangenen. Die Gefangenen haben gesagt, dass in südlicher und südwestlicher Richtung von der Stadt sich mehrere hundert deutscher Soldaten befanden. Die Amerikaner haben sich zur Brückeneroberung vorbereitet. Infanterie ging runter von den Panzern und unter Deckung der Technik näherte sich den Brücken. Als sich ein Jeep zu der Brücke näherte, haben die Deutschen die Brücke gesprengt. Und auf die Amerikaner haben sie das Feuer eröffnet aus den nahestehenden Häusern. Die amerikanischen Panzer und Selbstfallerfetten haben das Feuer erwidert und schossen 15 Sprenggranaten auf wahrscheinliche feindliche Positionen. Auf dem Bild sehen wir Panzer der 748. Bataillon auf der Straße von Passau, 3. Mai 1945, Quelle Bataille Eblin D, Nummer 46, 2012. Die Infanteristen setzten die Bewegung fort in den südlichen Bereich der Stadt. Und da verstärkte sich das Feuer auf die Amerikaner. Es schossen mehrere MGs. In den engen Straßen gab es keine Manövermöglichkeit und die Häusertüren waren verschlossen. Zwei Infanteristen bekamen Verwundungen. Die Verwundeten wurden durch Zivilisten versorgt. Deutsche Soldaten haben das Feuer fortgesetzt und haben sogar einen Zivilisten getötet. Der zweite Zivilist wurde verwundet. Also deutsche Zivilisten, klar. Zu der gleichen Zeit gingen in die Stadt amerikanische Kolonnen mit Artillerie. Eine dieser Kolonnen wurde dem Feuer der deutschen Kräfte unterzogen. Es waren zwei Lastwagen zerstört und eine Kanone. Noch eine Maschine bekam Beschädigung. So, Amerikaner setzen die Bewegung Richtung Stadtinnere fort. Zur Stelle des Hinterhaltes wurde ein Zug Infanteristen geschickt. Der erste, Leutnant Robert André, in der Begleitung von zwei Jagdpanzer. Der Offizier hatte Scharfschützen auf höheren Etagen
eines Hotels angeordnet und hat einen Beobachtungsposten eingerichtet in dem nächsten dreistöckigen Gebäude. So, hier haben wir eben diesen Beobachtungsposten. Quelle ist gleich wie vorhin. Amerikaner haben diese Positionen so, auf solche Weise eingenommen, dass die ganze Straße unter ihrem Feuer liegen könnte und dass sie ihre Selbstfallraketen schützen können von Feuer der deutschen Granatwerfer. Bald erschienen deutsche Soldaten. Amerikaner haben sie näher herangelassen und haben das Feuer eröffnet. Der André selbst hatte mit seinem Karabiner sechs feindliche Soldaten getötet. Amerikanische Scharfschützen haben zwei Deutsche mit Panzerfäusten erschossen. Also Panzerfäuste, wahrscheinlich waren das Volkssturmkämpfer. Zur gleichen Zeit haben die selbstverfetteten M36 mehr als 10 Granaten auf Gebäude abgeschossen, aus denen Feuer geführt wurde. Später fand man dort ein zerschlagenes MG und die Körper der Soldaten. Amerikaner formierten eine Gruppe zur Rettung zwei verwundeter Infanteristen, die in einem Quartal von dem Hotel sich befanden. Zwei Jagdpanzer bewegten sich über eine Straße. Beidseitig der Straße, an den Häusermauern entlang, bewegte sich Infanterie. Zwei Shermans haben die Gruppe mit ihrem Feuer gedeckt. Die Mannschaften von M36 führten das Feuer mit ihren Kanonen und mit 12,7 mm MGs, die auf den Türmen standen. Die Soldaten sollten fünf Häuser säubern. Auf dem Bild haben wir eine M36 Selbstfallrakete, die Offensive der Infanterie deckt. Passau, 3. Mai 1945, gleiche Quelle wie vorhin. Als sie sich den Kreuzungen näherten, sind die Infanteristen über die Kreuzungen drüber gekrabbelt. Bald hatte der Richtschütze der Selbstfallrakete einen Beobachtungsposten des Gegners entdeckt, der sich in einem Häuserdurchbruch befand. Ein genauer Schuss der 90 mm Kanone zerstörte das Ziel. Amerikaner konnten die Verwundeten evakuieren. So, Jagdpanzer gegen eine einzelne Vierer. Als in der Stadt noch die Gefechte andauerten, bemerkte der Leutnant André aus seinem Beobachtungsposten einen sich nähernden Panzerkampfwagen 4. Deutscher Panzer blieb stehen hinter den Gebäuden in der Entfernung von 150 Meter von der ersten M36. Amerikaner entschieden sich, die zweite Selbstfallrakete loszuschicken, um den Gegner zu zerstören. Die Mannschaft musste einen weiten Umgehungsmanöver starten, über die leeren Straßen, unter feindlichem Beschuss. Während der Bewegung hatte der Kommandeur der Selbstfallrakete sechs deutsche Soldaten gemerkt. Einer davon trug einen Granatwerfer. Ein Granatwerfer ist wahrscheinlich eine Panzerfaust. Die waren eben am meisten verbreitet damals. So, auf dem Bild, Kampf auf der Straße von Passau, 3. Mai 1945, gleiche Quelle. Da die Selbstfallrakete keine Infanteriedeckung hatte, befahl der Kommandeur der Selbstfallrakete,
dem Fahrer, sich zurückzuziehen. Doch dieser bemerkte den Graben mitten auf der Straße nicht und die Maschine fuhr rückwärts direkt in diesen Graben rein. Zwei Mannschaftsmitglieder gingen los, um Verstärkung zu holen. Die restlichen selbstverlaufenden Mitglieder haben den Kampf aufgenommen, als die zwei zurückkehrten mit Verstärkung und einem Sherman, dann sahen sie, dass ihre Kameraden mit Hilfe von 12,7 mm MG alle sechs gegnerischen Soldaten vernichtet haben. Mit der Hilfe von Panzer konnte man die Selbstverlaufende aus dem Graben ziehen. Die Deutschen bemerkten Beobachtungspunkt der Amerikaner und der Panzerkampfwagen 4 eröffnete das Feuer auf diesen und auf das Hotel, wo sich die amerikanischen Scharfschützen befanden. Die Straße wurde mit Staub eingedeckt und mit Rauch. Leutnant André verließ seine Position nicht. Der Vierer fing an, das Haus zu zerschießen, hinter dem sich die Selbstverlaufende befand. Von hinten versuchten sich zu ihr deutsche Granatwerfer durchzuschlagen. Doch zwei MG-Nester der Amerikaner zwangen sie zum Rückzug. Die Mannschaften der M36 begannen eine richtige Jagd auf diesen deutschen Panzer und haben dabei einen schlauen Schachzug durchgeführt. Die Selbstverlaufende, die sich hinter dem Haus befand, fuhr etwas vor hinter dem Haus hier vor und fuhr zur gleichen Zeit wieder rückwärts, um die deutsche Mannschaft zu provozieren. Wir kennen diese Szene vielleicht aus WOT, eine sogenannte Schaukel. Also man fährt hin und zurück und zeigt dem Gegner eben die starke Frontpanzerung dabei und hofft, dass der Gegner eben auf die Frontpanzerung schießt. Auf dem Bild sehen wir eine M36 aus dem 808. Bataillon. Gleiche Quelle. So, der Panzer 4 setzte nach vorn und näherte sich der Selbstverlaufende und versuchte, diese zu zerstören. In diesem Moment hatte die zweite Selbstverlaufende das Feuer eröffnet, da sie sich auf der parallelen Straße befand. Sie konnten aber nicht direkt auf den Panzer schießen und schossen auf das Gebäude, damit die Trümmer den deutschen Panzer verschütten. Der Richtschütze des M36 zeigte ein hohes Grad an Können und hat 4 Schuss auf das Gebäude geschossen, und zwar mit einem solchen Winkel, dass 2 Schuss rikoschettierten, also prallten ab und trafen dabei die dünne Heckpanzerung von Panzer 4. Ich weiß gar nicht, ob ich das glauben darf. Also Panzer 4 fing an zu brennen. Die verbliebenen Deutschen zogen sich zurück. Also wirklich unglaublich, unglaubliche Geschichte mit einem Abpraller wie bei einem Billardspiel, ne? Haben sie diesen Panzer 4 abgeschossen. Hier ist das Foto von diesem Panzer 4. Das ist Ausführung H, wenn ich mich nicht täusche. Oder doch nicht. Ja, bin nicht so stark im Unterscheiden. Auf jeden Fall gleiche Quelle wieder. So, Fazit. Die Gefechte in Passau dauerten um die 5 Stunden. Amerikaner haben ca. 30 deutsche Soldaten zerstört oder vernichtet und
400 gefangen genommen. Die meisten Gefangengenommenen waren Kämpfer des Volkssturms. Ja, klar, die Kampfmoral von Volkssturm war recht gering. Die meisten haben geschaut, dass sie möglichst schnell ergeben, denke ich mal. Mir tut nur die 30 Soldaten tun mir leid, die da die Lage nicht richtig erkennen konnten oder wollten vielleicht, dass sie einfach bis zum Schluss gemeint haben, müssen bis zum Schluss kämpfen. Natürlich ist da jedes Leben, jedes verlorene Leben schade. Für diesen schwachsinnigen Krieg. Ja gut, ich weiß nicht, also Panzer 4 Foto ist zerstört. Ich weiß nicht, also es könnte vielleicht sein, dass jemand mit Granatwerfer getroffen hat und von hinten und dann weg einfach weitergelaufen ist und den Panzer vergessen hat. Aber sowas vergisst man. Wenn man einen Panzer abschießt, dann weiß man das und sagt, hallo, ich habe einen Panzer abgeschossen, diesen Panzer habe ich abgeschossen. Also von daher muss das schon stimmen, was die dann sagen, dass das mit dem Abpraller, vielleicht war das keine Absicht. Vielleicht hat er das vorher schon geübt und wusste genau den Winkel. Und vielleicht war das direkt die Absicht, dass er dann so schießt. Alles ist möglich. Im Krieg ist einfach alles möglich. So, das ist nochmal der Beweis. Also in der Stadt fanden die Amerikaner noch einen Panzerkampfwagen 4, der bereits beschädigt war und wurde durch seine Mannschaft verlassen. In den Unterlagen der 808. Bataillon der Jagdpanzer wurde berichtet, dass die Kompanie B am 3. Mai zwei MG-Nester, 15 Gegner, davon 6 mit Granatwerfer, 2 Panzer 4 vernichtete und 202 Mann, darunter 2 Offiziere, gefangen genommen. Die Amerikaner trugen auch selbst Verluste davon. 5 Mann sind gefallen und 16 wurden verwundet. Ja, gut, auch schade drum, natürlich am Ende des Krieges dann so noch getötet zu werden, das ist wirklich bekloppt. Aber gut, Krieg ist Krieg. Am 10. Mai gingen die Teile der 3. Armee der USA in Kontakt mit sowjetischen Streitkräften bei Linz. Und Deutschland kapitulierte, die Kampfhandlungen in Europa, hauptsächlichen Kampfhandlungen wurden gestoppt und die 3. Armee der USA beendete hier ihren Kampfweg. Nach offiziellen Daten vom 1. August 1944 bis 9. Mai 1945 haben ihre Teile, also Teile der 3. US-Army, mehr als 47.000 gegnerische Soldaten vernichtet und 1.280.688 gefangen genommen. Dabei betrugen die Verluste der 3. Armee über 16.500 Mann getötet und 96.000 gefangen genommen. 96.000 Verwundete und 27.000 Gefangene. So, Freunde, das war diese Geschichte, dieser Artikel. Quellen sind Charles McDonald, The Last Offensive, Honolulu University Press of Pacific 2005, Rosmus A. Out of Passau, Living a City Hitler Called Home. Columbia University of South Carolina 2004. Trekol X Oko der Durreich. Bataille Blindé Nummer 46 2012. Webseite 65.division.com. Also 65th Division
Tank.com. Und 808 Tank Destroyer Battalion Report of Operations for Period 9th till 9th May 1945. So, ich hoffe, das war interessant, etwas langwierig. Auf jeden Fall danke für die Aufmerksamkeit.